Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist diese Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg nun tatsächlich der große Durchbruch für den Klimaschutz, der Quantensprung, der Erfolg, mit dem nun alle Anliegen zusammengebracht werden, wie uns heute der Ministerpräsident hier weismachen will? Und ist diese Vereinbarung wirklich die Umsetzung der Empfehlung der Kommission Wachstum und Beschäftigung, wo sich angeblich alle doch wiederfinden müssen? Ja, ich fange mit einem Ja an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist auch aus unserer Sicht selbstverständlich ein Erfolg, wenn die Beschäftigten, die ihre derzeitigen Arbeitsplätze verlieren, wenn diese Beschäftigten eben nicht ins Bergfeuer fallen, sondern abgefedert werden, abgesichert werden. Natürlich ist das ein Erfolg. Und natürlich ist es auch ein Erfolg für diese Region, dass 15 Milliarden Euro Strukturfördermittel dieser Region eine neue Zukunftsperspektive geben können im Rheinischen Revier. Selbstverständlich ist das alles ein Erfolg. Und ich denke mal, RWE kann das auch nur als Erfolg werden, wenn man als Unternehmen mal eben 2,6 Milliarden Euro Entschädigungen für alte, abgeschriebene, nicht mehr wirtschaftliche, nicht mehr rentable Kraftwerke bekommt, ohne jeden rechtlichen Anspruch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frage ist nur, ist das wirklich noch angemessen? Aber die haben wir hier heute nicht zu bewerten. Und jetzt kommt das Nein. Nein, für mich ist es kein Erfolg. Und es ist auch kein Erfolg für zwei große Verlierer, die sich als Verlierer fühlen müssen mit dieser Vereinbarung, Herr Ministerpräsident. Denn diese zwei Verlierer hatten keine Interessensvertreter am Tisch, als dieser Deal besiegelt wurde. Das ist zum einen der Klimaschutz und das sind zum anderen die vom Tagebau unmittelbar betroffenen Menschen. Und mit diesen Verlierern, die sich als Verlierer fühlen müssen, kann dieser Erfolg kein Erfolg für alle Beteiligten sein. Die acht Mitglieder der Kohlekommission, Herr Ministerpräsident, ich zitiere, acht Mitglieder der Kohlekommission bilanzieren aus meiner Sicht völlig zu Recht, ich zitiere aus der Stellungnahme, mit der Bund-Kohle-Länder-Einigung zum Kohleausstieg vom 15. Januar 2020 sehen wir Buchstaben und Geist der in den Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung erzielten Kompromisse, vor allem mit Blick auf den Klimaschutz sowie den Umgang mit dem vom Braunkohletagebau betroffenen Menschen grob verletzt. Herr Ministerpräsident, dieser Satz ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und Herr Hertha, die Kohlekommissionsmitglieder, das sind nicht irgendwelche Details, die Sie hier in der Vereinbarung nicht wiederfinden. Grob verletzt, sagen Sie. Ja? Und offenbar, wenn Sie hier Ihre ganzen Rechnungen vorstellen, Herr Ministerpräsident, offenbar meinen Sie, dass Professor Schellenhuber nicht rechnen kann. Ja? Der steht nämlich auch unter dieser Vereinbarung drunter und hat das auch unterzeichnet. Moment, da warten Sie mal ab, das kommt ja gleich noch. Sie haben mit dieser Vereinbarung aus unserer Sicht eine Chance, eine große Chance aufs Spiel gesetzt, einen mühsam errungenen, breit getragenen gesellschaftlichen Kompromiss. Und es war ein Kompromiss. Und die, die das jetzt unterzeichnet haben, die stellen sich immer noch hinter diesen Kompromiss, obwohl sie sich mehr gewünscht haben. Sie haben die Chance vertan, diesen Kompromiss tatsächlich 1:1 umzusetzen. Und aus unserer Sicht muss das dringend im Gesetzgebungsverfahren noch nachgebessert werden. Erstens, es wird der Ausstiegspfad nach hinten verlagert. In den 30er Jahren wird einiges nach hinten verlagert. Und damit, so die Kommissionsmitglieder, können die Emissionsminderungsziele nicht erreicht werden. Zweitens, und das ist das ganz Wesentliche, denn der Ausstieg muss auch ein Einstieg sein, und das haben Sie offenbar vergessen, denn es werden nicht die notwendigen verlässlichen Rahmenbedingungen für Investitionen zum Ausbau der erneuerbaren Energien geschaffen. Und damit erreicht man eben nicht die Klimaziele, wie von der Kommission beschlossen. Und Sie gefährden die gerade von Ihnen so hoch gepriesene und wichtige Versorgungssicherheit, indem Sie hier weiter den Ausbau der Windenergie, der Windkraft blockieren, anstatt ihn zu befördern. Drittens, mit Datteln 4 geht auch entgegen der eindeutigen Empfehlung der Kommission ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb. Und Sie haben heute nicht
dargestellt, wie die äquivalenten CO2-Mengen denn nun eingespart werden sollen. Und Herr Pinkwart, Sie haben es einen Sieg der Vernunft genannt. Das ist kein Sieg der Vernunft, das ist eine klimapolitische Mogelpackung, die Sie da vorlegen. Und Sie haben es hier heute nicht darstellen können, wie hier die Klimaschutzziele mit einem neuen Kohlekraftwerk erreicht werden können. Und viertens, und das ist mir auch noch mal sehr wichtig, weil es hier nicht nur um Zahlen und Rechnungsmodellen geht, sondern hier geht es ganz konkret um Menschen und um ihre Schicksale. Eine wichtige Bitte der Kommission wird auch nicht gefolgt. Mit, und so steht es im Kommissionsbericht, lieber Kollege Josef Hovenjürgen, ich zitiere nur aus dem Kommissionsbericht, zu dem Sie sich ja immer eins zu eins so gerne bekennen. Im Kommissionsbericht wird eine Empfehlung ausgesprochen, und die lautet, mit den Tagebaubetroffenen vor Ort sollen die Landesregierungen in einen Dialog über die Umsiedlung treten. Herr Ministerpräsident, Sie waren im November 2018 in den Dörfern. Das war gut. Sie haben mit den Menschen gesprochen. Ich habe auch mit den Menschen gesprochen. Und die haben Ihnen erzählt. Die haben Ihnen sicher erzählt vom Gefühl des Ausgeliefertseins an RWE, von Entschädigungsregelungen, die nicht als sozialverträglich empfunden werden, von der Zerrissenheit in den Dörfern. Die einen wollen gehen, die anderen wollen bleiben. Das geht durch ganze Familien, das zerreißt Familien, das sind psychische Belastungen, die können wir uns hier alle gar nicht miteinander vorstellen, zwischen Resignation und Kampf um die Heimat. Und dann haben Sie den Menschen dort vor gut einem Jahr versprochen, wir werden diese Gespräche fortsetzen, wir bleiben in Dialog. Herr Ministerpräsident, damit haben Sie bei den Menschen eine hohe Erwartungshaltung geweckt. Und die haben ihnen vertraut. Und dieses Vertrauen, das die Menschen in sie gesetzt haben, das haben sie bitter enttäuscht. Denn sie haben sich noch nicht einmal bemüht, dieses Versprechen einzuhalten. Sie sind nicht... Sie haben sich noch nicht mal bemüht, dieses Dialogversprechen einzuhalten, und Sie haben sich noch nicht mal bemüht, bei den Dörfern zu schauen, wie und wo was verändert werden kann oder gerettet werden kann. Wie wollen Sie denn den Menschen erklären, dass der Tagebau Inden, auch das mal eben eine Kommissionsempfehlung, die nicht eingehalten wird, mit dem dazugehörigen Kraftwerk Weißweiler 5 Jahre früher als von der Kommission empfohlen beendet wird? 5 Jahre früher, einfach so. Und wie wollen Sie das dann den Menschen in Kainberg, in Kuckum, in Beverath, in Oberwestrich, in Unterwestrich, auf dem Eggerather Hof oder auf dem Holzerhof, wie wollen Sie denen denn erklären, dass hier früher beendet wird, Sie aber den Baggern weichen müssen? Es liegen doch die Berechnungen vor, dass seit 2016, und wenn Kollege Röttgen kommt ja gleich wieder, seit 2016 sind 3 Jahre vergangen. Und in diesen 3 Jahren gab es das Pariser Klimaschutzabkommen, es gab einen Klimaschutzplan der Großen Koalition, es gibt einen Kommissionsbericht, und hier besteht die einmalige Chance, Sie haben eine Rückendeckung. Letztes Jahr waren über 1 Million Menschen im September auf der Straße für einen konsequenten Klimaschutz. Sie hatten solche Brücken, über die Sie gehen können, um hier dieses Versprechen auch einzulösen, dass hier tatsächlich konsequent ausgestiegen wird. Und das muss sich doch in einer Verkleinerung des Abbaugebiets auch in Garzweiler niederschlagen. Aber das haben Sie heute nicht erklärt, warum Sie das nicht tun können. Nein, wir haben von Ihnen heute zu Garzweiler nur gehört, dass Ihnen offenbar wie Herrn Hartmann die Fantasie fehlt, wie das da in Garzweiler gehen konnte. Wir erwarten hier nicht irgendwie Fantasie, sondern wir erwarten Fakten, und die haben Sie heute nicht geliefert, und das können Sie den Menschen auch offenbar nicht erklären. Und ich finde es unsäglich, Herr Ministerpräsident, dass Sie sich aus der eigenen Verantwortung stehlen und hier einen einzigen Tagebau, das gibt es in ganz Deutschland nicht, einen einzigen Tagebau wollen Sie in einem Bundesgesetz und nicht in einer Leitentscheidung des Landes regeln, wie es üblich ist. Und da haben Sie ja auch überhaupt nichts mit zu tun, das hat ja alles die Bundesregierung irgendwie diktiert. Nein, Sie wollten sich hier bewusst aus der Verantwortung stehlen, lass das mal den Bund machen, dann muss ich mich hier nicht in den notwendigen Entscheidungen auch erklären und das auch belegen, warum das notwendig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Fazit. Das ist kein Paket der Vernunft, wie die Landesregierung uns das hier heute angekündigt hat. Das ist ein Paket der Unmenschlichkeit, das Sie uns hier heute vorlegen.
ein Paket der Unmenschlichkeit und sie gefährden ohne Not den mühsam durch den Kommissionsbericht mühsam erreichten gesellschaftlichen Frieden. Unklar bleibt auch entgegen den Äußerungen des Ministerpräsidenten, wie es am Tagebau Hambach weitergeht. In der Vereinbarung heißt es, dass der Hambacher Forst gemäß der WSB-Kommission entgegen der bisherigen Genehmigung nicht für den Tagebau in Anspruch genommen wird. So, was machen wir denn jetzt mit diesem Satz? Offenbar in ganz naiver Vorstellung hat der Bürgermeister von Merzenich, Ihr Parteikollege Herr Gellhausen, der ist davon ausgegangen, letzten Donnerstag, dass da mit dieser Entscheidung sein Ortsteil Morschenich nicht abgebaggert wird und er seine Planungen, Zukunftsplanung für den Ort fortsetzen kann. Das war Donnerstagmorgen. Donnerstagnachmittag musste er dann erfahren, dass Rolf Martin Schmitz Journalisten mal eben erklärt, dass sowohl Mannheim als auch Morschenich für Abraum abgebaggert werden soll und der Wald irgendwie so eine Insel werden soll. So, und jetzt kommt die Landesregierung. Von der Landesregierung hörten wir 4 Tage lang genau nichts. Nichts von Donnerstag bis Montag. Der Herr Ministerpräsident, wir kennen ihn ja als eifrigen Twitterer, ja? Aber als Rolf Martin Schmitz erklärt, Mannheim und Morschenich müssen weichen, sich alle darüber aufrichten, sie empören sich über junge Frauen, die in ICEs keinen Sitzplatz kriegen, sie empören sich über Lieder beim WDR, aber an der Stelle haben sie 4 Tage geschwiegen. So, nach 4 Tagen kam dann was. Die Pressesprecher von RWE twitterten dann, der Chef hat da sich irgendwie vertan, ja, Morschenich soll doch bleiben. Den Bürgermeister freut es, aber damit ist doch noch lange nicht geklärt, wie es mit dem Hambacher Wald weitergeht. Denn wenn Sie Mannheim und im Osten weiter abbaggern, dann schneiden Sie den Wald von wertvollen FFH-Gebieten ab. Ökologisch ist das überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und warum man ein Dorf abbaggert, um Abraum, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abraum zu gewinnen, das ist rational nicht zu erklären. Was haben Sie eigentlich ein Jahr lang gemacht? Wir wissen doch seit einem Jahr, dass dieser Wald erhalten bleibt. Da hätte man sich ja auch mal mit RWE hinsetzen können und sagen können, okay, wie setzen wir das jetzt um? Dieses Stück aus dem Tollhaus ist an Absurdität nicht zu überbieten, was Sie hier abgeliefert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich fordere die Landesregierung auf, übernehmen Sie endlich Verantwortung. Überlassen Sie die Entscheidung nicht wieder den Gerichten, denn es wird doch weitergehen mit den Klageverfahren. Wir haben die Stadt Erkelenz, die ankündigt zu klagen. Wir haben die Bewohnerinnen und ich habe es so in der Zeitung gelesen, können wir gleich dementieren. Wir haben aber die Anwohnerinnen und Anwohner in den Garzweiler Dörfern, die klagen werden. Wir haben den BUND, der am Hambacher Wald eine Wiese auf Enteignung, ein Klageverfahren. Wir haben in Datteln 4 anhängige Klagen, die noch nicht entschieden sind. Übernehmen Sie politische Verantwortung, überlassen Sie die Entscheidung nicht den Gerichten und lösen Sie Ihr Versprechen ein, einen gesellschaftlichen Frieden in dieser für uns so wichtigen Frage hier herzustellen. Mein Fazit aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, der Kompromiss wurde nicht 1:1 umgesetzt. Der gesellschaftliche Konsens wurde aufgekündigt, einseitig. Die Klimaschutzziele sind in weitere Ferne gerückt und hier wurde viel Vertrauen von Betroffenen, von Menschen verspielt. Wir fordern Sie heute auf, setzen Sie sich für Nachbesserungen ein im Gesetzgebungsverfahren, damit der Klimaschutz und die Menschen bei diesem aus unserer Sicht unfairen Deal nicht auf der Strecke bleiben.